Ja, Waldi, warum hat denn der Frosch so eine Angst? Ach, du pendelst. Und du hast ihm gesagt, dass er nicht lange zu leben hat? Das macht man nicht. Man macht dem Frosch nicht so eine Angst. Das ist kein Pendel hier, was du hier hast. Das ist eine Weihnachtskugel, Waldi. Hör auf damit. Denk mal eins, Waldi. Was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. So, Frosch, und jetzt sei wieder fröhlich. So, hallo Freunde, uns erwartet heute wieder ein spannendes Motiv. Und zwar beginnen wir sofort und möchten uns nun ein Quadrat so auf ein feines Papier zeichnen, mit einer Kantenlänge von 12 cm. Von hier. 12, 12, 12. Das kriegen wir ja noch hin. Und das zeichnen wir uns auf ein schönes, unliniertes Papier. Das habe ich schon vorgemalt hier. Und zwar ganz einfach, wir nehmen uns wieder senkrechte und waagerechte, dann haben wir den Mittelpunkt. Gut, und hier vorne habe ich dann, wenn das 12 cm sein soll, 6 cm nach hier, da, 6 cm nach da, nach da, nach da, 6 cm nach da, 6 cm nach da, habe die Linie miteinander verbunden und somit entsteht dann dieses Viereck. Dann können wir das hier raus verlieren, das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir auch nicht. Immer das Überschüssige gleich weg, was wir alles nicht brauchen. So, gut. Und dann merkt euch das mal, das brauchen wir für das nächste Video. Nicht dieses Video, sondern unsere Aufgabe ist jetzt, wie bekomme ich dieses Viereck so aufs Papier? Dieses Quadrat mit der Kantenlänge von 12. Gut, es gibt verschiedene Möglichkeiten, einfachere Möglichkeiten, aber wir rechnen uns das mal aus. Gut, der Satz des Pythagoras. Und zwar besagt er hier folgendes. A Quadrat. Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat. Gut. Also a Quadrat ist 12 mal 12. 12 mal 12 Zentimeter. Zentimeter sind 144. A plus B ist in dem Fall gleich. B ist auch 12. Das gleiche nochmal sind 144. Zusammengezählt sind es 288. Jetzt müssen wir aus 288 die Wurzel ziehen. Ich denke mal so, das müsste sich zwischen 16 und 17 bewegen. Sagen wir mal 16. 16 mal 16 ist 16 mal 160 und 60 dazu sind 200. 256, 16 mal 16, sind 256, habe ich gesagt. Es passt noch nicht ganz. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Wir müssen auf 288 kommen. Nehmen wir 17 mal 17. 17 mal 17. Dann habe ich ja hier 170 schon mal. Dann habe ich nochmal 70 und dann habe ich nochmal 6 mal 7 sind 42, 49 dazu. Ziehe ich mal hier zusammen. 9, 8, 2, 289. Gut, passt schon. So genau hinterm Komma brauchen wir es nicht. Sind ganz genau die Wurzel aus 280, 16,999 so. Und dann brauchen wir das nicht. Dann nehmen wir 17 cm. 17 cm. Ist die Diagonale von dem Quadrat 12 mal 12. Die müssen wir jetzt durch 2 teilen. Geteilt durch 2 sind 8,5. Richtig. 8, 2 mal 8 sind 16,5 cm. Und das nehmen wir uns auf den Zirkel. 8,5 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,5.
Und da, oder das nehmen wir uns jetzt auf den Zirkel. Norden uns das richtig schön ein hier. Gut. Jetzt habe ich das auf dem Zirkel. Nehmen wir uns das Blatt Papier, das reine. Ich habe da wieder was vorbereitet. Und nehmen uns hier jetzt die Senkrechte rein, die Waagerechte rein. Dann haben wir den Mittelpunkt. Und vom Mittelpunkt aus muss das jetzt genau passen, was wir hier eingestellt haben. In den Mittelpunkt. Schaut, da passt er. Da passt er. Da passt er. Und da passt er. Also können wir jetzt munter. Komm her, ihr seht das immer nicht. So, und also können wir jetzt munter drauf loszeichnen. So, Freunde. Und nun zeichnen wir uns mit dem Geodreieck 6 mm nach innen. Einmal ganz durch, dann weitere 6 mm so dass wir 7 solche Bandverläufe, 7 Felder haben. Zwei, drei, vier. So, und das zeichnen wir jetzt noch dreimal dazu. Einmal, zweimal, dreimal. So, hier seht ihr, habe ich das Gerüst auf den Weg gebracht. Ich habe mit dem Radiergummi hier schon diese ersten 4 rausgelöscht. Brauchen wir nicht die Striche, die über sind. So muss das dann aussehen. Und dann können wir auch gleich beginnen mit dem Einzeichnen des Motives, mit den Bandverläufen. So, und nun, ihr Lieben, schaut mir einfach nur beim Zeichnen zu.
So, das habe ich auf den Weg gebracht, nachdem ihr alles schön säuberlich wegradiert habt. Können wir das noch ein bisschen schattieren, ein bisschen bunt zeichnen, so wie ihr möchtet. Ich mache es auch, wie ich es möchte. Nur ich möchte noch was davor sagen, bevor wir das so fein zeichnen. Schaut, das ist eure Hausaufgabe fürs nächste Mal. Das gleiche, nur ohne Edding. Nur so aufs Papier zeichnen. Das ist ja eine einfachere Version. Nicht diagonal, sondern so aufs Papier zeichnen, ohne Edding. Und auch 7 Felder, 6 mm immer 7 mal 7, 7 mal 7, 7 mal 7, 7 mal 7. So, Freunde, hier ist nun mein schattiertes Motiv. Ich habe hier ein bisschen Blau reingefädelt, reingezeichnet. Ich hoffe, es macht euch immer noch Spaß, mir nachzuzeichnen. Zeichnet munter weiter. Zeichnen muss Spaß machen, sonst bringt es nichts. Ihr könnt mir etwas mehr Kommentare schicken. Ich freue mich über alle, die mich abonniert haben. Danke dafür. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, alles Liebe für euch, viel Spaß beim Zeichnen und tschüss.